herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Ostern steht ja vor der Tür, ist ja nicht mehr weit, in 14 Tagen. Und ich habe mir auch ein paar Sachen überlegt für einen Osterbrunch. Ein paar kleine, feine, schnelle Sachen. Und heute möchte ich gerne einen Kräuterzopf, beziehungsweise wir machen ein Kräuterbrot. Das geht ganz einfach und ganz schnell. Und ein Osterbrot muss ja nicht immer ein Hefeteig sein. Das kann ja auch mit Backpulver gemacht werden. Ganz einfach. Und wie ich das mache, das zeige ich jetzt. Ich habe mir da schon die ganzen Zutaten vorbereitet. Und das werden wir jetzt schnell zusammenrühren. Mehl. Dann kommt da Backpulver rein. Salz. Kümmel. Das rühren wir mal ganz kurz ein bisschen durch. Dann kommt Topfen rein. Das ist total ein tolles Brot für gewisse Aufstriche mit Ei, mit Karotten, mit Radieschen. Ich werde dann, wenn es fertig ist, ein paar so Brötchen herrichten und dann seht ihr das, was ich damit mache. Dann gebe ich eine Kresse, Petersilie. Voilà. Schnittlauch. Ich habe da alles Frisches, frische Kräuter heute. Dann kommt rein ein bisschen Milch, ein bisschen Öl und ein Ei. Und das Ganze mixen wir uns jetzt zu einem glatten Teig. Das geht mit dem Mixer, mit den Knethaken geht das wunderbar. Gut, das ist jetzt ein schöner Teig und den werden wir jetzt ganz kurz noch mit den Händen auch noch mal durchkneten. Aber im Grunde ist er schon mal schön verknetet. So. Den gebe ich mir jetzt kurz da auf die Arbeitsfläche. Das ist echt ein tolles Brot, weil der braucht nicht rosten, der braucht nicht stehen und nicht gehen, gar nichts. Jetzt brauche ich gerade ganz kurz ein bisschen Mehl. Ganz was Schnelles. So, gerade ein bisschen Mehl hingeben, nur damit er halt nicht klebt. Das ist so würzig und für die Kräuter vom Kress ist das so was Tolles. Ganz, ganz interessante Geschichte mal. Manchmal teile ich mir sogar auf, dass ich drei Teile habe. Dann mache ich mir Striezel und tue einen Zopfen. Dann habe ich einen Kräuterzopf. Aber heute möchte ich gerne ein Kräuterbrot machen. Und zwar habe ich da diese Einwegpackformen. Ich brauche nämlich ein kleines Brot morgen zum Verschenken und deshalb passt mir das ganz gut. Die kleinen Einwegpackformen und da gebe ich das eine. Und eine Menge her. So, das habe ich mir jetzt da schön aufgeteilt auf zwei kleine Förmchen. Da habe ich mir nur einen Dotter mit ein bisschen Milch verrührt. Das werden wir da ein bisschen bestreichen gerade. Und jetzt gebe ich es bei 180 Grad. Ich habe mir heute Heißluft eingestellt. Für ca. 20 Minuten auf die mittlere Schiene. Wunderschön waren unsere Brote, ein herrlicher Kräuterduft. Ich lasse aber jetzt noch ein bisschen die Förmchen innen auskühlen und tue es erst nachher aus. Das ist echt für einen Osterbrunch
einmal ein bisschen was anderes. Muss ja nicht immer ein Hefezopf sein, ein bekannter. Man kann ja auch mal sowas mit Backpulver. Wie ihr gesehen habt, ganz ein tolles Brot auch. Wie gesagt, für den Osterbrunch. Und da habe ich noch einen tollen Aufstrich gemacht und das werde ich dann verlinken, beziehungsweise der Günther macht das, dass das alles zusammenpasst für euren Osterbrunch. Wenn euch das gefallen hat, macht es noch, probiert es aus. Wie ihr gesehen habt, keine Hexerei. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, gutes Gelingen, bis zum nächsten Mal.